Willkommen zu einem kurzen Sonntagstalk. Ich habe gerade meine Grill-Briketts angeschmissen. Die räuchern wie die Sau. Ich weiß nicht, ob die feucht geworden sind. Heute gibt es was aus dem Dutch-Ofen, und zwar Kesselgulasch, ungarisches. Und deswegen bin ich ein bisschen knapp mit der Zeit, aber ich werde ein bisschen draufhalten mit der Kamera und dann vielleicht ein bisschen was erzählen. Ah, das ist ja wie eine Nebelkerze. Irgendwas haut da nicht hin. Schlechte Kohle oder zu viel Feuchtigkeit. Naja, mal schauen, ob es was wird. Bis nachher. Die Mücken fressen mich. So, den Turbo ein bisschen eingeschaltet. Es geht was auf der Achse. Das wird heute kein Kochvideo, aber ihr könnt auch mal zuschauen, wie ich da die Linse unscharf. Oh ja, die ist total verwischt. Die muss ich erst noch mal sauber machen. Ein bisschen besser, da bin ich mit meinen Fettfingern auf die Linse gekommen, aber ich habe jetzt keinen Bock mehr, dass ich raufgehe und das reinige. Meinen Topf ein bisschen rauswischen. So. Oben schon ein bisschen was vorbereitet. Die Würzpaste und die Zwiebeln. Habe ich ja schon mal ein Video gemacht über das Kesselgulasch. Jetzt hauen wir mal einfach alles rein. Nur so viel, das ist ja mittlerweile bekannt, dass früher hat man immer das Fleisch angebraten beim Gulasch, bevor man das andere Sachen rein hat, die Zwiebeln und die Gemüse. Aber in Wirklichkeit werden erst die Zwiebeln ein bisschen glasig braun gemacht, dann kommt das Gemüse dazu und dann kommt das Fleisch rein und dann wird es langsam geschmort. Aber das ist ja heute nicht das Thema. Machen wir die Kamera mal raus. Zwiebeln und Gemüse, dieses Fleisch gemischt, Rindergulasch und Pute, kein Schwein, wir machen es immer ein bisschen gemischt und den Rest kippe ich dann einfach immer rein. Hoppala. Jetzt muss ich mir erstmal Pfeifball stopfen. In der Pfeife habe ich den 78er vom Tabak Trend. In Kiel, den hat mir der Kai mitgebracht, der Traktorfahrer. Den rauche ich ab und zu, Latakia-lastig. Bin noch am Einrauchen meiner Seawolf-Poker. Fantastisches Rauchgerät. Und jetzt machen wir noch einen Frühschoppen. Habe ich von Max der Spalter Hell. Das kommt aus, wieder keine Brille, aus dem Hopfenland, Spalter, Rust, Max.
gutes Helles, nicht zu süß, schön hopfig. Ziemlich bitter für Helles. Bin ich gar nicht gewöhnt. Geht schon ein bisschen Richtung Pils von der Bitterkeit. Jetzt haben wir noch ein paar gehackte Tomaten rein. Wir brauchen ja genug Flüssigkeit und Soße. Nachher gießen wir noch ein bisschen Rotwein dazu. Jetzt lasse ich das nochmal richtig heiß werden, dann kommt das Fleisch dazu. Und dann lassen wir es schön simmern, 2 Stunden. Das passt dann genau bis um 12 Uhr. Ja, die Woche war doch wieder abwechslungsreich mit den Videos. Von allem etwas. Ein paar Produkttests, Besuch habe ich gehabt. Der Sommer lässt noch auf sich warten. Bei dem Wetter mache ich kein Sommertagsvideo, seid mir nicht böse. Ist jetzt durchgehend, seitdem ich von der Toskana da bin, fast scheiße. Und wenn es schön war, wollte ich mal mit dem Rennrad eine Runde drehen. Eben motiviert durch die Netflix Tour de France Reportagen. Schauen wir noch mal rein. Jetzt kommt das Fleisch dazu. Rind und Pute. Da reicht der mittlere Dutch Ofen gerade noch aus. Es kommt dann ein Deckel drauf und die Kohle oben drauf. Das ist mein mittlerer Dutch Ofen. Da habe ich ein ganzes Sortiment. Funkenflug, klein, mittel und groß. Nehme ich gern her. Und jetzt, man weiß ja immer nie, was man. Da ist meine Zange da. Jetzt muss ich mal Kohlen oben rauf tun, dass wir von oben auch Hitze kriegen. Briketts glühen jetzt auch schön. Keine Ahnung, wo ich die her gehabt habe. Das waren keine von Weber oder so. Irgendwo mal mitgenommen. Aber wenn sie mal brennen, dann brennen sie. Mal so 10 Stück drauf. Was von oben auch Power kriegt. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, unten wieder ein bisschen auf den Topf zentrieren, die restlichen, eine schöne Power, jawohl, und jetzt lassen wir das Ganze mal schön 2 Stunden schmoren. Und beobachten es und schmecken es nachher nochmal ab. Iltis habe ich auch weitergemacht. Hier den Unterbau am Heck.
Wie gesagt, hier war der Rost am schlimmsten. Das Rostige schneide ich noch raus. Unterbau habe ich jetzt gemacht hinten. Und hier schon das Eckteil, das hier reinkommt. Originalteile sind schlecht zu bekommen, wenn dann sehr teuer. Aber ich biege mir das alles aus einem Karosserieblech, etwas stärker als normal, das stabil wird. Das Rostige wird rausgetrennt und dann kommen die Reparaturbleche drüber. Soll eine zeitgemäße, wertgemäße Instandsetzung werden. Also nicht so viel Geld versenken und das Ergebnis wird sich sehen lassen können, das kann ich euch versprechen. Ja, da war ich auch wieder beschäftigt, jeden Tag ein bisschen was. Und jetzt werden wir Spalter weiter trinken, mein Pfeifchen fertig rauchen und das Gulasch überwachen. Jetzt muss ich einen Gang zurückschalten, Leute. Das war jetzt eine Stunde Vollgas. Der geflickte Reifen hält übrigens. Hier hängt ein Teil von den Rennrädern, von mir und von meiner Frau. Das sind die älteren, unsere Lieblingsräder, die alten Pinarello, die haben wir mittlerweile 25 Jahre. Und ja, macht nach wie vor riesig Spaß. Ich habe natürlich noch mehr, aber das sind die, wo eigentlich ständig im Gebrauch sind. Das Paris, das ich letztes Jahr gekauft habe. Das Siegerrad von 97, 96 vom Jan Ulrich Pinarello. Das fahre ich zurzeit. Hier noch die Requisiten von den Kultlederjacken-Videos, die ich letzte Woche gemacht habe. Die muss ich wieder verräumen. Hier die Erdmann und hier die Haro Rennweste. Und die nächste Blechtafel ist angefangen, seht ihr hier. Habe ich schon angefangen wegzuschneiden. Ich schätze, die reicht jetzt, mehr brauche ich nicht mehr, weil die andere Seite vom Iltis ist die bessere. Wenn ich das Heck habe, dann geht es Richtung Übergänge machen, verspachteln und dann wird er wahrscheinlich mehr angeblasen. NATO Olive. Wird natürlich dokumentiert mit Fotos. Hier hatte ich noch einen Film drin in der Nikon, habe ich gar nicht gewusst, F90. Da habe ich gestern ein bisschen die Blecharbeiten dokumentiert, dass der Film einmal voll wird. Ich weiß gar nicht, was ich da noch drauf habe. Jetzt schauen wir nochmal rein. Jetzt ist so 25 Minuten vergangen, seitdem ich alles drin habe. Man sieht, wie es schon schön hinköchelt und schmort. Jetzt kann ich mich langsam zurücklehnen. Ja, zum Zimmer. Hoppala, Sonntagstalk, ja. Hat ja mittlerweile Tradition. Ich glaube, dass ich jetzt über 80 Folgen gemacht habe. Nicht ganz regelmäßig. Ein paar habe ich natürlich ausgelassen, wenn ich weg war oder wenn ich es einfach mal verpennt habe. Spalter, ziemlich herb, ziemlich bitter für ein helles. Ja, und anscheinend habe ich da auch einige beeinflusst, weil wenn ich jetzt so ein bisschen durchschaue bei YouTube, da gibt es jetzt etliche, die so einen Wochenend-Talk machen, dass dann viele auf die Idee kommen. Ich glaube, dass ich da ziemlich einer der ersten war mit diesem regelmäßigen Sonntagstalk. Ja, ich möchte ich auch beibehalten, wenn es geht. Ist immer ganz nett, so einen Wochenrückblick zu halten, wieder zum Thema, wo ich letztes Mal thematisiert habe, wenn man ein Video macht, dann fliegt der Flugzeug drüber oder fährt der Zug vorbei. Kann man nicht beeinflussen. Ja. Die Liste ist wieder voll mit Ideen. Muss ja halt immer schauen, dass ich die umsetzen kann, zeitgemäß. Und wenn das Wetter passt oder die Lust oder wenn alles stimmt, steht einiges drin. Also wird es auch die nächste Zeit wieder regelmäßig Videos geben. Also schauen wir weiter. Jetzt muss ich den Rotwein dann noch holen zum Aufgießen. Den habe ich noch vergessen. Und natürlich abschmecken, ganz wichtig. Vor ein paar Wochen habe ich ja die Thujenhecke rausgerissen. 6 Meter hoch, 39 Stück. Hier schon wieder ein bisschen bepflanzt. Rasen müsste ich mähen. Das Gras geht auch wieder auf, da wo alles braun war.
Und schon wieder fährt die S-Bahn vorbei. Ja, so sieht es jetzt da aus. Aber Rasenmähen war gerade nicht möglich, weil da hätten dich die Mücken aufgefressen. Da warten wir, bis wieder schön ist, bis heiß ist. Jetzt kommt ein bisschen Wein rein, ein bisschen was. Ja, hat schön Flüssigkeit abgesetzt, also wird geschmackig. Dazu gibt es halt Kartoffeln. Ja. Hat sich bei den Mücken rumgesprochen, dass ich jetzt bewaffnet bin. Jetzt warte ich schon die ganze Zeit, um mein neues Gerät zu testen. Jetzt kommt keine. Verfluchte Viecher. Habe ich beim Spätzle gesehen. Funktioniert top. Macht so richtig. Jetzt kommt keine. Sauerei. Die wissen genau Bescheid. Werde ich nochmal vorführen, wenn es wieder Überfall gibt, wenn es wärmer ist. Klasse Teil. So, das war's mit dem Sonntagstalk. Gulasch ist eigentlich fertig, lassen wir jetzt aber noch eine Dreiviertelstunde köcheln. Und währenddessen ich da in den Topf schaue, ist mir eine Idee für ein neues Video gekommen. Das muss ich mir gleich mal aufschreiben. Eine Geschichte aus der Jugend. Muss ich euch unbedingt erzählen. Wird eine tolle Story. So sieht es jetzt aus. Genug Flüssigkeit und Soße. Blubbert vor sich hin. Abgeschmeckt habe ich es auch. Passt voll. Habe ich gar nicht mehr nachwürzen müssen. Die angebratenen Gewürze, die meine Frau gemacht hat, die waren genau richtig dosiert. Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und wir sehen uns nächste Woche irgendwann.